Guten Abend, ihr Lieben. Viele Grüße aus Leipzig. Das ist jetzt das erste Video von der Touristik und Caravaning 2024, was ich für euch aufnehme. Und zwar haben wir den Vorabend der eigentlichen Eröffnung. Und ich habe ursprünglich gedacht, ich filme mal einen Messeplan für euch, aber das braucht es nicht unbedingt. Denn im Grunde ist die Messe gut strukturiert, so dass man das schnell wiederfindet. Also hier in diesem Mitteltunnel, in dieser Glashalle, gibt es die Campingplätze und ganz viel Kulinarisches. Und ihr seht jetzt hier diese Banner. Halle 3, 4 und 5 werden für die eigentliche Messe genutzt. In Halle 3 und 5 Caravaning, in Halle 5 zusätzlich Campingzelte, Zubehör und Technik. Und in Halle 4 dann Touristik, Bike, Outdoor und die Bühne. Und ich nehme euch jetzt mal mit in Richtung Caravaning hier auf die linke Seite. Denn das interessiert uns ja besonders. Die anderen Dinge können wir dann auch nachholen, je nachdem, wie weit wir heute kommen. Also ich nehme euch jetzt einfach mal direkt hier mit durch den Tunnel. An der Stelle schon mal meine ersten Eindrücke. Ich mag immer so diese Aufbauatmosphäre. Das ist ein ganz besonderes Flair, was so eine Messe dann hat. Ne, ihr hört die Geräusche, da klappert es und halt und ganz andere Akustik als natürlich an einem Messetag mit Besuchern. Hier auch mein erster Eindruck von Ausstellern und vor allem auch von der Messeleitung. Mega sympathisch und hilfsbereit. Ich habe Unterstützung gebraucht, zum Beispiel einfach nur eine Büroklammer, um eine SIM-Karte rauszubekommen, und habe mich da mit den Menschen unterhalten. Super nett, bin eingeladen worden zum Ausstellerabend. Ich habe gemeint, ich bin gar kein Aussteller. Kein Problem, kommt trotzdem. Also da werde ich natürlich auch hingehen und machen wir wahrscheinlich auch ein kleines Video, dass ihr da auch mal einen Eindruck bekommt, wie so ein Ausstellerabend aussieht. Und jetzt sind wir schon in Halle 3. Übrigens an der Stelle auch liebe Grüße noch an Gesine von Gesines Foodtruck, die mir spontan ausgeholfen hat und mir ihre Haarklammer gegeben hat, in der Hoffnung, dass ich damit die SIM-Karte rausbekomme. Da gibt es leckere Suppen bei der Gesine. In der Glashalle natürlich. Also hier sind wir bei Pössl. Dahinter seht ihr schon Clever Vans, Campstar. Campstar und Manstar. Hier Pössl, Globecar. Relativ viele Fahrzeuge. Dann kommen wir hier zu Sunliving. Liebe Grüße, Tobi, falls du das Video siehst. Ja, du warst ja besonders happy mit deinem Teilintegrierten zuletzt. Guten Abend. So, da wird noch fleißig geputzt, dass das morgen alles schick ist. Na, die Ausstellerhinweise, also Preisschild und so, sind jetzt auch noch nicht da, aber so ein bisschen Zeit ist ja bis morgen früh noch. Um 10 Uhr öffnen die Hallentore. Dann sind wir hier bei Wendes und nebendran Radeberger Reisemobile. Da hinten Karthago. Ganz da hinten sehe ich schon Caravans, Fendt. Und hier links, ach, da gucken wir doch mal vorbei. Die Kollegen von Klesana sind auch da. Mal schauen, ob der Daniel auch selber da ist. Ah, hier James Cook mit Auszug. Ach, der ist tatsächlich da. Die Kollegen von Klesana sind da und Daniel persönlich auch. Guten Abend zusammen. Sorry, dass ich kurz störe. Ja. Ja. Hi. Grüß dich, servus. Viel Erfolg. Dankeschön. Kommen die Tage nochmal vorbei. Sehr gerne. Ja, das stimmt, aber das ist ja tatsächlich die Art und Weise, wie die Wiener teilweise zusammengeschraubt werden. Wir sehen auch ganz gut, wenn die Toilette drin ist. Bin ich mal gespannt, ob es da auch schon wieder, guten Abend, ob es da auch schon wieder was Neues gibt. So, hier haben wir einmal noch ein Phoenix stehen. Morelo ist natürlich da. Ja, und SL63 AMG. Liebe Grüße nach Stuttgart und Sindelfingen an meine ehemaligen Kollegen. Und hier haben wir Niesmann Bischof
auch von Caravan Meinert. Daneben steht noch einer, auch mal mit einer anderen Außenfarbe. Und mir gefällt gut dieses runde Heck da hinten. Ich glaube, den gucken wir uns mal genauer an die Tage. Ne? Könnt ihr gerne auch mal in die Kommentare schreiben. Den finde ich ganz interessant. Schick. So. Aha, da. Etrusco. Pilot. Chausson. La Strada. Wir sind nach wie vor in Halle 3. Mal hier hinten. Einmal Malibu. Stärkemann. Caravans. Guten Abend. Und dann haben wir hier ein offenes Hallentor. Hier hinten noch die Malibu-Ecke. Guten Abend. Hallo. Da wird auch noch fleißig vorbereitet und wir gehen jetzt mal einmal hier außen rum, dass ihr den Eindruck von der Halle 3 mal komplett habt. Detlefs findet er da in der Mitte auch. Frankia Yukon. Hier. Erhard Holiday. Und Uwe Gante. Meines Wissens auch die eine Zeit lang intensive Zusammenarbeit. Camper Tobi. Sich mit den Kollegen auch mal in Ruhe unterhalten. Aber die haben ja auch ein paar schicke Fahrzeuge stehen. Zwei Majotti Line hier. Rechts Bravia. Ahorn hinten LMC. Guten Abend. Hier. Pilot und Ahorn. So, ich will euch nur einen Überblick verschaffen. Wir gucken uns natürlich vieles in den nächsten Tagen noch genauer an. Aber einfach, dass ihr mal einen Plan habt, was hier in den Hallen so los ist. Großer Stand von Detlefs. Und da ist auch einiges los. Chausson. Ventura. Noch mehr Sunlight. Auch ein großer Stand von der Caravan Russol GmbH. Caravan Center geiler. Na, dann schauen wir die Tage mal, ob die geiler sind. Hier hinten Fendt, das haben wir vorher schon gesehen. Guten Abend. Und da hinten natürlich logischerweise passend dazu Hobby. Also hier stehen hier rechts zwar auch noch ein paar Wohnmobile, aber hier hinten ist im Grunde in Halle 3 die Karawanecke. Hier haben wir Knaus und Weinsberg. Also den Stand auch schon abgesperrt. Diese Kollegen sind wohl schon fertig in der Vorbereitung. Ne? Das ist Routine dann. So. Hallo. Und dann gehen wir jetzt mal außen rum, damit wir da nicht stören beim Aufbau. Wie ihr seht, davon auch gefegt werden. Ja, das ist schon ein ganz schöner Akt, ja, die
ganzen Fahrzeuge hier reinzuschiffen. Ich habe jetzt bewusst auch nicht früher gefilmt heute, weil dann wären hier noch jede Menge Lücken gewesen. Ne? Das ist hier schon teilweise just in time so. Aber jetzt steht mal alles und bin da auch zuversichtlich, dass natürlich morgen um 10 dann auch alles fertig ist. Und wir gucken mal, ob wir jetzt hier hinten durchkommen zur Halle 5. Ah, wenn Weekend. Das war, glaube ich, so ziemlich mein erstes Video, was ich ganz alleine aufgenommen habe. Also, wo Kämpfer Tobi nicht mal dabei stand oder so. Und zwar in Freiburg. Ein schönes Auto. Also, wenn ihr in Leipzig seid in den nächsten Tagen und habt das noch nicht gesehen, schaut auf jeden Fall gerne bei den Kollegen von Van Weekend vorbei. Hi, alles gut. Wir machen das hier herrlich unperfekt authentisch. Da darf man auch mal durchlaufen. Ihr seid noch am Aufbauen fleißig, oder? Macht das, wir sind immer fleißig. Das, Abend. Viel Erfolg. So, dann Pössl haben wir gerade schon gesehen. Ich glaube, ich bin vorher hier reingelaufen, ne? Zur Orientierung, genau. Hier haben wir angefangen, jetzt sind wir also einmal rum. Und jetzt gehen wir zusammen rüber in Halle 5, wenn dann da offen ist. Jetzt haben wir jetzt hier 13 Minuten. Einfach nur, dass ihr mal einen Überblick von den beiden Hallen hier auf der Seite mit Caravaning und Zubehör habt. Bin ich mal gespannt, was wir da drüben jetzt zu finden. Ja, auch ungewohnt. Normalerweise halte ich ja irgendwie die Tür auf, wenn ich hier unterwegs bin. Aber, hi, guten Abend. Also auch Essen wird vorbereitet für euch. Hier ist das Restaurant zwischen Halle 3 und 5. Aber wie gesagt, habt ihr in dieser Glashalle, wo wir angefangen haben am Anfang, also im Grunde zwischen Halle 3 und 4, da habt ihr auch ganz viel Kulinarisches. Da sind dann die Campingplätze und die ganzen Essstände. Ohne FR davor. So, jetzt sind wir in Halle 5 angekommen. Ich mache da auch mal einmal einen Überblick. Könnt ihr gerade schön sehen. Forster, Eurer, Karmann, Roller. Guten Abend. Guten Abend. Und da hinten Mobivetta. Dahinter Challenger. Und dann gehen wir doch einfach einmal hier rum. Ah ja, was ist das denn? Das kenne ich noch gar nicht. Ne, ihr habt ja teilweise da mehr Erfahrung und Ahnung als ich. Panama habe ich vorher noch nicht gesehen. Das werde ich mir die nächsten Tage dann in Ruhe mal anschauen. Der Schriftzug ist ja schon mal vielversprechend. Sieht cool aus. Scheinen halt kleine Bus-Dachzeltlösungen zu machen. Da stehen auch noch zwei, drei von den Kollegen. Da bin ich mal gespannt. Das gucken wir uns auf jeden Fall auch an. So, Forster natürlich sowieso. Da habe ich ja mit Tobi zusammen auch schon einige Fahrzeuge gefilmt, Forster und Challenger. Natürlich auch in Zusammenarbeit mit Reisemobile Dinnenbier. Mit den Kollegen werde ich natürlich die Woche auch mal sprechen. So, und dann guten Abend. Guten Abend. So, dann haben wir hier Trigano. Die größte Gruppe, ich glaube die absatzstärkste Gruppe weltweit, Trigano. Aber hier geht es um Zeltlösungen. Auch hier gerne, wenn einer von euch den Zusammenhang hat. Ich muss es nachlesen. Genau. Hier sind es in Marken der Trigano-Gruppe. Naja, Panama gehört dazu. Interessant. Und Roller Karmann auch, klar. So, was haben wir hier? Die Rebel Camper. Das ist wahrscheinlich das Wohnzimmer hier. Cool. Rolli plus Lounge. Sieht auf jeden Fall schon gemütlich aus.
Also hier viele Zeltlösungen, Dachzelte, Vorzelte. Dometic Outdoors. Ah, hier scheint ein Local Hero zu sein. Dachzelte Leipzig.de. Habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Für mich ist das ja echt immer, ich laufe ja hier durch die Gegend wie so ein kleines Kind mit großen Augen, weil ich einfach natürlich nicht diese 30 Jahre Branchenerfahrung habe wie der Tobi. Ist jetzt natürlich längst nicht mehr alles neu für mich, aber doch einiges. Und da haben wir den Putzfuchs. Kamtura. So, hier hinten auch Solarlösung. Jetzt sind wir hier die ganze Zeltreihe abgelaufen. Hi, guten Abend. Hier wird wirklich noch ganz fleißig aufgebaut. Viel Erfolg. Dann, also hier haben wir auch Solar, Akku, Technik. Guten Abend. Der sieht ja auch schick aus, der Land Rover hier. The sunny side. So, und dann sind wir hier bei Berger. Das scheint auch ein größerer Stand zu sein. Also scheint es genug Zubehör zu geben. Lohnt sich dafür auch vorbeizuschauen. Dann gibt es hier noch ein paar Stellplätze, Reiseführer, ähnliches. Oha, das sieht mutig aus da oben. Jetzt hoffentlich kein Unglück. Na, der junge Mann weiß, was er tut, hoffentlich. Ja. Zu Hause, wo du bist. Da ist das Home is where you park it. Auch schicke Tiny House Lösung. Das werde ich mir auch angucken. Ich glaube, da machen wir auch mal ein Video von. Das beruht alleine schon auf privatem Interesse. Sowas könnte, wenn ich mal irgendwann wieder sesshaft werde, also ich lebe jetzt ja seit 3,5 Jahren im Wohnmobil, aber wenn, wird es sowas. Naturnah, klein und schick. Das gefällt mir richtig gut. Also könnt ihr auch mal sagen, ob euch so ein Video interessiert oder ob ich das dann nur für mich aufnehme. Aber das heißt, zweite Heim, für mich wäre es dann das zweite Heim nach Sherilyn. So, sehr cool. Danke, danke, danke. Ich passe auf. Ja, ich hoffe, ich habe nichts kaputt gemacht. Ne, sieht gut aus. Viel Erfolg. Sehr coole Lösung. Ich komme mal vorbei. Das gucke ich mir genauer an, wenn ich darf. Ja, machen wir gerne. Ja, alles klar. Ich habe dich da oben bei deinem Stunt schon aufgenommen. Aber ist ja gut gegangen, zum Glück. Also, viel Erfolg. Bis dann. Der heißt Camper Tobi. Das ist ein YouTube-Kanal. Auch gar nicht so klein mit 40.000 Abonnenten, also da schauen schon ein paar Leute zu. Das Thema schon gut. Genau, aber muss ich auch ehrlich sein, ich habe den gerade geschenkt bekommen, den Kanal, von dem bisherigen Kanalinhaber, der leider aus gesundheitlichen Gründen aufhören musste. Und ja, mega spannend für mich. Geile neue Welt. So. Ja, komm gerne mal vorbei. Und wir sind ja hier auf Campingplätzen unterwegs, haben Projekte und sowas. Ich hab auch einen eigenen Campingplatz. Cool. Also komme ich nochmal in Ruhe vorbei. Ich weiß nicht, vielleicht mal vor Hallenöffnung oder. Abends dann oder wie ist das für euch lieber? Oder egal. Donnerstag ist nicht so viel los, ne? Das ja, scheint ja auch. Uns ist egal. Also ich habe es gerade. Ich
habe es gerade hier schon gesagt, das schon alleine für mich aus privatem Interesse. Ich lebe seit 3,5 Jahren im Wohnmobil. Mhm. Und wenn ich mal wieder sesshaft werde, dann wird sowas in der Richtung. Ja, das haben viele auch. Ja. Also, wenn wir ein Wohnmobil haben, hier rumfahren, ja. Sich sowas kaufen. Ja, das ist dann nicht Zweitheim, also neben dem Wohnmobil das Zweitheim, aber ja. Viel Erfolg, wir sehen uns. Alles Gute. So, auch sehr sympathisch. Jetzt haben wir hier noch einen größeren Zubehörstand. Jetzt ehrlich gesagt sagen, jetzt stehe ich hier gerade auf dem Schlauch. Gehört das noch zu Berger hier? Nee, ne? Also auf jeden Fall, wenn ihr nach Leipzig kommt, es gibt genug Zubehör. In Halle 5. Ja, Campersim, unkompliziert ins Internet. Na, da bin ich ja auch mal neugierig. Europaweites Roaming, flexible Paketbuchung. Könnt ihr ja mal abscannen und mal gucken. Ich habe mich da gerade auch neu ausgerüstet. Mal schauen. Hi. Vielleicht ist es jetzt schon zu spät, weil jetzt habe ich mich schon auf den Vertrag eingelassen. Aber vielleicht ist es ja was für euch. Es ist nie zu spät. viel Erfolg. Ja, und dann haben wir hier nochmal Wechselrichter, Ladebooster. Von Votronic. Dann sind wir wieder im Zeltbereich. Da waren wir ja gerade schon mal grob. Roofspace. Mit den Kollegen habe ich auch in Freiburg gefilmt. Auch eine sehr coole, leichte Lösung. Ich verlinke euch das Video, können wir auch zu dem von Van Weekend, packe ich euch die nochmal rein. Die brauche ich natürlich nicht nochmal aufzunehmen, denn das ist die gleiche Lösung. Aber wer ein Dachzelt sucht, findet unter anderem bei Roofspace eine coole Lösung. So, Globecar. Guten Abend. Eifelland. Also hier haben wir jetzt nochmal Kastenwagen und Busse. Wir sind nach wie vor in Halle 5, dass ihr die Orientierung nicht verliert. Ach, und guck mal da. Vans and Friends. Hier ist das Wohnzimmer, das berühmte. Schon die richtigen. Auch cool ausgestattet hier. Sieht sehr geil aus. Guten Abend, ihr Lieben. Hi. Ja, alles gut? Jetzt bin ich dann doch noch im Wohnzimmer angekommen. Ja, bin ne? Der Tobi, hi. So auf die allerletzte Rille. Ja, genau. Also das ist für mich nicht so untypisch. Ich war zwar durchaus fleißig heute, aber... Ja, aber es ist ja auch, also die Halle ist nicht mal so riesig und trotzdem, es gibt so viel zu sehen. Ja. Also ich habe die Menschen jetzt hier mal einmal mitgenommen durch Halle 3 und 5. Wir sind bei 5. Wir sind bei 25 Minuten ja, ja. Und das ist nur mal ein Schnelldurchlauf gewesen. Ja. Was passiert denn bei euch hier die nächsten Tage? Bei uns ist Interviews, Diskussionsrunden, Vorträge. Wir haben Van of the Day, also jeden Tag ein anderes Auto von wirklich von Leuten, die damit unterwegs sind. Wir haben den Van Builder, also der den Van Builder gewonnen hat im Sommer auf dem Ferropolis. Der ist die ganze Woche da. Also Selbstausbauer? Ja, ein Selbstausbauer, der mit seinem Auto sozusagen hier ist. War das hier die blaue Zitrone. Zitrone? Ja, doch, die habe ich kennengelernt. Auch super nette Menschen, liebe Grüße. Saß ich beim Essen neben den beiden. Ganz liebe Menschen, ja, sehr cool. Und die sind dann dieses Jahr nochmal hier? Nee, das ist jetzt für anders. Nee, die sind jetzt sozusagen als Preisträger, sind die ganze Zeit. Also der fährt morgens rein, abends raus, weil er so pennen muss. Aber das Auto steht die ganze Zeit hier. Und auf der anderen Seite machen wir den Van of the Day. Geil. Haben wir ein ganzes Programm. Ja, ich freue mich drauf. Du hast schon gesagt. Irgendwann kommt der Tobi mit in die Diskussionsrunde. Ja, super gerne. Also ich bin ja nicht auf den Mund gefallen. Also sag da einfach, wenn es passt. Das passt zum Namen, ja. Ich komme gerne mal vorbei. Danke für die Einladung und Hut ab. Ich weiß, du hast um 7 Uhr angefangen. Danke, dass du noch spontan mitgemacht hast. Ja. Erhol dich gut und viel Erfolg. Also, bis dann. Ciao. So, dann, er sieht doch nett aus hier, ne? Jetzt sind die Kollegen. Und hier haben wir Wavecamper.
noch mal ein VW-Bus, hinten noch ein Ford. Ja, was haben wir hier? Ja, PKW, auch eine Dachzeltlösung oder Dachboxen. Ein White Pack. Frage ich mal kurz. Sorry, was macht ihr denn eigentlich? Was ist White Pack? Dachbox. Ah, okay, cool. Also das ist eine aerodynamische Dachbox. Ja, aber eher für PKW als für... Für PKW, ja. Wir wollen dann immer schon weitergehen. Dann kommt SUV und wir haben auch schon Anfrage für Busse. Ja. Aber wir müssen erst Step by Step machen, weil es ein relativ junges Unternehmen. Ja. Und von daher dauert das noch ein bisschen. In irgendeiner Form innovativ, ne? Wenn ich das hier sehe. Ich glaube, ich komme die Tage mal in Ruhe vorbei, weil du willst jetzt noch aufbauen, ne? Wenn du Lust hast, komme ich noch mal vorbei und wir nehmen uns ein bisschen mehr Zeit. Viel Erfolg. Danke. Bis dann, guten Start. Ciao. Ja, dann wollen wir da nicht länger stören. Jetzt gucken wir hier hinten mal noch in die hintere Ecke. Hier waren wir noch nicht. Extreme Offroad. Ja, gut. Das sind natürlich auch schon geile Felgen da unter den Loader AT. Kann man machen. So. Gibt es bei Sherilyn demnächst auch News? Sherry wird aufgelastet. Liebe Grüße an die Kollegen von ML Concept, an Mike, Tina und Sven. Ich freue mich drauf und Sherry bestimmt auch. Ja, und wir sind jetzt hier hinten in der hintersten Ecke von Halle 5 angekommen. Hier ist noch ein Stand von NTC, dein Busdealer. Hier gibt es Filtersysteme. Also im Grunde findet ihr alles, was es braucht. Und ich nehme euch jetzt nur noch mal hier den letzten Meter hier auf der rechten Seite mit. Da waren wir noch nicht. Und dann gibt es die Halle 4 in Teil 2. Ich denke, das soll mal fürs Erste reichen. Tischer, auch sehr cool. 50 Jahre Jubiläum. Vanessa. Ist auch coole Folierung, ne? Seht ihr das? Ah, ne? Das sieht schick aus. Auch dahinter. Ne? Mal hier. Doch mal einen kurzen Blick noch reinwerfen. Also kannte ich jetzt noch nicht. Sieht echt von den Materialien richtig geil aus. Das gucke ich mir die nächsten Tage auch mal noch genauer an. Der sieht auch richtig schick aus. Mal nur nicht das stören. Er hat schon noch alle sehr fleißig. Hallo, guten Abend. Der Salty Blue Camp, saltyblue.com Custom Camper. Hier gibt es offensichtlich Lichtsysteme, Light Parts. Also wenn euch sowas interessiert, seid ihr da wahrscheinlich richtig. Mega mobil. Oh, und da haben wir GCI, der Importeur auch vom Rocket Camper, also von dem Stuhl. Kommt auch ein Video von mir in den nächsten Tagen. Oh, ein tolles Weihnachtsgeschenk. Sehr cooler Stuhl. Also wer es noch nicht kennt, die haben hinten diese Dämpfer. Und da kann man sich dann draufsetzen. Das ist wie in so einem Wippstuhl, in so einem Liegestuhl. In so einem Wippstuhl. In den USA der meistverkaufte Campingstuhl und erst seit diesem Jahr importiert nach Europa. Wie gesagt, da habe ich auch in Freiburg ein Video gemacht. Das teile ich dann gerne mit euch. So, hier sieht es so aus, als wäre noch Platz. Ah, da gibt es eine Live-Vorstellung quasi, dann morgen um 11. Das ist was anderes, ja? Hi, ich bin der Tobi, guten Abend. Grüß dich. Hi. Nein, das kommt noch ein anderes Schild drauf. Das ist von Bohrgeräten. Ach, das sind Rockdrill ist ein Bohrgerät? Ist ein Bohrgerät. Ja, und das kommt. Das baut der Chef auch noch. Okay. Und was stellt ihr hier noch aus? Hier ist ja noch Platz.
wo wir gerade stehen. Hier, der eine ist draußen zum Waschen. Ach so. Das ist eine 16-Tonner, der jetzt noch kommt. Und dann hier kommt und der Eurer noch. Hier kommt noch eine 18-Tonner. Ja gut, dann viel Erfolg dabei noch, ne? Alles Gute. Ja. Ja, die haben noch was vor, ne? Das. So, hier waren wir schon von der anderen Seite. Dann wünsche ich euch jetzt einen erfolgreichen Tag. Das Video müsstet ihr morgen früh, also am Tag der Eröffnung, sehen. Wie gesagt, ich habe es am Vorabend gefilmt, einen Abend zusammen. Ihr habt jetzt Halle 3 und 5 mal im Schnelldurchlauf kennengelernt. Halle 4 mache ich jetzt noch, das kommt dann ein bisschen zeitversetzt. Und ja, freut euch vor allem auf die vielen Videos, weil hier gibt es echt einiges zu sehen. Für mich auch wieder einiges Neues. Und da mache ich natürlich dann Videos für euch auch. Bis bald. Macht's gut, ihr Lieben.